Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Stellaris mit dem Apokalypse-Update. Den haben wir auch wieder, okay. Der macht die ganzen Dinger, dann kannst du hier nochmal ein anderes Schiff für den Befehl aus. Oh. Dann geh doch hier hin. Und mach's da, so. Können wir hier jetzt schon was bauen? Jawohl. Flottenlimit brauchen wir nicht. Befehlslimit, bla, auch nicht. Anführerverbesserungen brauchen wir auch nicht. Dann mache ich mal diesen Dings noch weg. Und jetzt ist wirklich nur verbessern, verbessern, aufrüsten. Oh, hier ist ganz viel. Ich denke mal, die werden hier die ganze Zeit zu den anderen Planeten rübersiedeln. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal die Blocks hier wegmachen. Construction complete. Foreign powers are engaging in active hostilities. Okay, das ist mir egal. Oh, ich dachte jetzt schon wieder Krieg hier. Du kannst mal hierher kommen und was bauen. Ja, aber wo fliegen die denn hin? Ich habe doch gar nicht erlaubt, dass ihr hier durch meine Grenzen durchkommt. Check ich nicht. Rivalität beenden, Tribut. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso die hier quer durch mein System fliegen. Haben die hier noch ein anderes? Nee. Wollen die irgendwie von oben hin angreifen oder so? Ich weiß es nicht. Construction complete. So, mehr Mineralien, alles Mineralien hier. Bergbau. Alles erstmal jetzt wieder aufbauen, aufrüsten. Dass wir hier wieder komplett massiv in den Plus springen. Trümmer werden auf jeden Fall analysiert, das ist okay. Tileblocker cleared. Jetzt scheinen sie wieder zurückzufliegen, ich weiß es nicht. Damit sind wir durch. Ja, Mist, irgendjemand gestorben. Ja, hier so ein Wissenschaftsding. Aber wir haben noch zum Glück noch einen freien. Weiter Forschung unterstützen. Okay, die scheinen jetzt wieder zurückzufliegen. Wir sind jetzt natürlich hier unten so ein bisschen offen. Könnten auch versuchen, uns hier erstmal nach oben hin auszubauen. Construction complete. Wäre, glaube ich, die bessere Idee. Das war hier erstmal nach unten wieder dicht machen. Science Division report success. Schwarzes Loch, Ultraraumsensoren. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Gott, nee. Rückenlaser. Fortschrittliche Schilde. Die sehen natürlich. Ich mach mal die Dingssensoren, dann können wir hier noch weiter blicken quasi. Wir müssen auf jeden Fall hier das Ding verbessern. Aber zuerst kümmern wir uns um unsere ganzen Planeten hier. Die können wir noch nicht machen. Nochmal erstmal kurz mehr Hydraulik farmen, weil es sieht immer noch von der Nahrung her nicht so gut aus. Und wir sind sogar immer noch bei 200 auf Lager.
Der hat eine. Kann auch sein, dass die irgendwie hier oben sich zurückgezogen haben. Ich weiß es nicht. Construction complete. Ja, schade, immer noch bei 97. Science Division report success. Mineralienveredelungsanlage, Baugeschwindigkeit Zerstörer. Angriffsarmee brauchen wir nicht. Ja. Eieiei, 400, ey. Dann haben wir hier alle Blöcke weg. Construction complete. Science Division report success. Block haben wir weg. Ach, schade. Bewohnbarkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber es geht schnell. Ich kann bei ihm auch durchfliegen. Ich muss das hier mal dicht machen. Construction complete. So, hier sind wir bei 73. Es wird schon mehr. Da müssen wir aber echt noch einen Zahn zulegen, quasi. Mehr Strom. Mineralienveredelungsanlage haben wir hier noch nicht. Da müssen wir erst das Ding hier ausbauen. Sind alle auch nicht sonderlich zufrieden, die Leute. Ja, hier sieht es auch ganz okayisch aus. Ships refitted. Ships refitted. So, mal alle verbessern. Ships refitted. Construction complete. Naja, Claim, Claim. Wir machen das hier zu unserer Homebase. Okay, die könnten wir ja. Wo ist denn hier unser Forschungsschiff? Ach, die sind dahin gegangen. Ah, okay. Das können wir schnell mal machen. So, was haben wir gesagt? 84. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Der baut sich hier aber jetzt komplett wieder komplett auf, obwohl es nicht so viel aussieht, was er hat. Müssen wir mal gucken. Science Division report success. Oh, hier Kernsektoren. Dann haben wir das wenigstens weg. Sehr schön. Wir kommen der Sache näher. Construction complete. Du, 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 du. Ja, der. Foreign powers are engaging in active hostilities. Okay, leider nicht der da oben. Ships refitted. Ships refitted. So, 2,5, 2,7. Das ist erstmal egal.
haben wir echt Glück gehabt. Aber wir müssen ihn hier noch weiter zurückdrängen. Am besten ihn noch ein paar Planeten wegnehmen. Weil die machen ihn hier so stark, weil er hier so viele Planeten hat. Und wir hier mit unseren 4 Stück gerade mal. Aber wir haben auch keine anderen hier in der Nähe, ne? Hier ist alles nur Mist. Alle nicht so bewohnbar. Hier unten ist mal wieder eine Kontinentale, eine 12er. Was wir noch haben, ist hier diese Gaia-Welt. Die wäre natürlich optimal. Dann frachten wir uns mal hier nach hier oben. Ansprüche stellen. Ne, die sind mir, die reichen mir. So, da soll ruhig wissen, was los ist. Was kann man verbessern? Okay, Essen sieht ganz gut aus. Hier können wir ein Kraftwerk machen. Hier kommt eine Farm hin. So. Wie gesagt, wir sparen uns ein bisschen Mineralien an. Und eventuell 83, wenn es 83 ist, werde ich einfach mal meine ganzen Armeen wieder ausrüsten. Schön wäre, wenn das hier noch fertig werden würde. Ah, oh, schon wieder jemand gestorben hier. So. So, mehr bauen. Wir brauchen jetzt unbedingt noch mehr. Steigt auf jeden Fall immer noch weiter an. Das ist schon mal gut. Das ist alles gut. Perfekt. Ui. Das ist hier unser Nachbar, hat gerade Krieg erklärt. Genmanipulation, das bringt uns alles nichts weiter. Ich mach mal schnell den Energiesauger, der geht schnell. Railgun wäre doch gar nicht so schlecht. Schiffsdesigner, Verteidigungsplattform, wie sehen die eigentlich aus? Plasmawerfer. Die sind bei der Leistung immens im Plus. Holy shit. Und unsere Kreuzer, wie sehen die aus? Alles so ein bisschen gemixt. Aber das ist alles gut. Okay. Ist quasi er hier hat den hier oben den Krieg erklärt. Das heißt, die werden jetzt hier ein bisschen battlen. Er bringt hier schon seine Leute in Stellung. Aber es interessiert uns alles nichts, weil wir müssen den hier quasi besiegen. Den können wir da hinstellen. Construction complete. Das bringt uns alles nichts. Können wir hier schon den Zoo bauen? Nein, können wir auch nicht. Ist erstmal egal. So, hier ist alles wieder voll. Construction complete. Außer hier unten fehlt noch jemand. Wir machen mal erstmal den. So,
Die ist fertig. Nochmal verbessern können wir nicht. Wir haben schon eine Schiffswerft. Einen Ankerplatz brauchen wir nicht. Wir machen mal eine Raketenbatterie. Hier machen wir die Trefferpunkte der Schilde weg. Und dann bauen wir hier noch ein paar Verteidigungsplattformen. Oh, jetzt sind natürlich meine Mineralien wieder im Arsch. Aber die Verteidigungsplattformen sind doch, glaube ich, noch ein bisschen Ticken besser, solange wir die Stellung hier halten quasi. Wäre das richtig gut. Ja, immer mehr Claims, ist okay. So, meine Sternbasis ist 1300. Bin ich mal gespannt. Construction complete. Nee. Rest können wir hier auch nichts machen. Das können wir noch verbessern. Construction complete. So, einfach nur schnell ausbauen hier, so schnell es geht. Ich hoffe, der kommt dann von hier oben rein. Das wäre natürlich top. Science Division report success. Ups. Biolabor, Handelsunternehmen, Militärakademie. Armeen bringen nichts. Handelsknoten brauchen wir nicht. Befehlslimit ist auch ganz schön. Wir machen mal schnell das Biolabor. Bringt jetzt so in dem Fall nicht viel. Oh, das ist gut. Physiklabor, was haben wir hier? Anziehungs, nee, das bringt nichts. Plasma, Beschleuniger. Sternfestung. Na, machen wir einfach mal. Construction complete. So, 82. Das wird jetzt doch langsam ein bisschen kritisch. Und wir müssten quasi jetzt langsam mal doch anfangen, die. Also noch eine Verteidigungsplattform. Und es ist fast wie eine Armee, fast, kann man sagen. Ships refitted. So, aber jetzt wird es dann doch langsam Zeit. Also ich werde jetzt mal anfangen, die alle zu verstärken. Man kann die sich nicht ordentlich aufteilen. Hier sind irgendwie mehr Korvetten als alles andere. Ich mach mal, dass die sich hier ein bisschen verbessert. Construction complete. Immer mehr Claims, ja, da wird sich auf jeden Fall rächen, der Typ. Was wir mal noch versuchen können, das können wir machen. Natürlich jetzt wieder alle unsere Credits verloren. Aber wir können echt schon recht weit gucken. Diplomatie wäre jetzt noch weiter cool. Bewohnbarkeit um 10 erhöht. Wir könnten eine Föderation eingehen. Das wäre doch eine Idee. Science Division reports a new breakthrough. Foreign powers are engaging in active hostilities. Oh, 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 bitte nicht mich. Ne, okay. Hui. Railgun, Sternfeste, das wäre natürlich richtig geil. Rumpfstärke, Verteidigungsplattformen, die könnten wir natürlich auch erstmal verbessern.
Und wenn wir die schon haben, 2 von 9. Machen wir da einfach noch ein paar mehr. Der ist da, dann kannst du hier hingehen. Construction complete. Ist jetzt bei 2002. Schon mehrere Stationen hier um sich rumfliegen quasi. Überlegen, mache ich noch eine? Oder lieber erstmal meine Flotten höher? Ich würde gern die Flotte hier noch ein bisschen mehr verstärken. Dass die auch wenigstens auf 2000 ist. Construction complete. Irgendwie scheinen seine sich hier nicht zu bewegen und die werden auch nicht stärker irgendwie. Interessant. Oh, er greift den hier oben an, scheint so. Mit einer Landung von Beutesklaven, sehr gut. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Flottenstärke ist immer noch überlegen. Okay, wir warten jetzt dann doch mal ein bisschen noch ab. 2-2. Also wir greifen auf jeden Fall weiter an, sobald wir, ups, die Chance kriegen. Und er scheint irgendwie ganz schön geschwächt zu sein. Ist er gerade noch in einem Krieg mit den anderen? Ja, er ist im Krieg mit den Typen in den Norden. Eieiei, Junge. Deswegen hier, seine ganzen Schiffe sind arg beschädigt. Das ist natürlich noch schon wieder jemand tot. Das ist natürlich blöd, würde ich sagen. So, die Welt florieren, das ist alles gut. Die sind scheinbar immer noch im Krieg. Krass, dass seine Flotte trotzdem noch überlegen ist. Interessant, ey. Boah, 10.000. Erweiterte Gefechtsrollen, Röntgenlaser. Ja, machen wir das mal. Die werden leider immer stärker hier. Oh, das gibt's doch nicht. Aber ist er schon wieder tot? Nee. Feldmanipulation. Warum sterben die mir hier alle weg, ey? Das hier oben hat er schon eingenommen. Das ist krass, ich kann sogar jetzt die Gegner hier komplett sehen. Der hat eine 2,5er, 2000. Oh, die haben alle so riesen Armeen, das gibt's ja gar nicht. Wenn ich das alles so sehe, denke ich mir echt, ich bin echt super schlecht mit meinen 3000 hier. Construction complete.
Zwei Zerstörer und eine Korvette. Construction complete. Construction complete. So, danach richten wir uns unseren Blick erstmal wieder nach unten. Vom Erweitern her quasi. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, hierhin alles verbessern. Science Division reports a new breakthrough. Biolabor, das bringt nichts. Kernsektoren, Anführerlimit. Aber gut, wir machen ja immer jetzt noch Einflusskosten, das heißt, das wäre noch ganz gut, wenn wir das verbessern. Construction complete. Baureihe ist schon abgeschlossen. Immer noch überlegen, ey, es gibt's nicht. Das können wir verbessern. Der ist noch am Arbeiten. Schade, dass ich noch nicht diesen Zoo bauen kann. Naja. Wie geht der Loken hier von unten nach oben rein? Ich weiß gar nicht, warum er hier oben nicht angreift. Oh, sehr schön. Schaden Kinetikwaffen. Das wäre noch ganz gut, wenn wir die noch verbessert kriegen. Wir haben immer noch keine strategischen Ressourcen. Wo wir eigentlich schon ein paar davon erforscht haben. Hier gibt es ein paar Sachen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, wir haben neuen Thronfolgen, oh je. Wie kann ich hier eigentlich... Ich kann immer noch nicht zur Föderation einladen, oder muss ich erstmal eine gründen? Das sind hier nur meine Fraktionen. Richtlinienerlasse. Handelsdings, Vertrauenszuwachs. Das können wir mal machen. Ja, auf jeden Fall Recycling und ruhig mal Wachstumsgeschwindigkeit. Wir sind ja doch ein bisschen runtergegangen hier von den ganzen Leuten. Obwohl jetzt schon fast alle wieder voll sind. Also ein paar mehr Leutchens wäre noch gut. Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. Ein Kreuzer wäre noch gut. So, du hast das. Dann gehst du mal dahin. Aber an diese 14.000 kommen wir hier auch noch nicht ran. Nee. So lächerlich. So. Also ich könnte jetzt theoretisch schon die ganze Zeit Krieg erklären. Kann ich sehen, wie er hier noch kämpft? Das haben sie zurückerobert. Die scheinen ganz schön stark zu sein hier, die Typen. Ups. Obwohl hier alles ebenbürtig ist. Und er hier ist auch ebenbürtig. Ist wirklich nur er. Oh, jetzt auch ebenbürtig. Ah, wir sind langsam hier in Gefilden, wo wir hier gleich stark sind.
Das ist doch sehr schön. Wir können Verteidigungsplattformen verbessern. Ah, hier. Okay. So. Wenn wir jetzt hier sagen, Ansprüche stellen. Ne, wir lassen erstmal die drei. Das müssten wir eigentlich schaffen können. Er sieht ganz schön wenig aus, was er hat. Und das ist nicht mal seine eigene. Oh doch, hier oben hat er eine. 2200 da. Ist aber auf jeden Fall noch beschäftigt. Das heißt also, wir könnten ihn jetzt hier eiskalt in den Rücken fallen. Das wäre doch richtig cool. Das heißt, ich werde auf jeden Fall schon mal den Krieg erklären. Wir werden die Ansprüche stellen. Standing by. So, du gehst dahin. Du kannst das Ding hier schon mal einnehmen. Dann werden wir ihn jetzt einfach immer weiter zurückdrängen. Das werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Da geht es also mit dem Krieg hier quasi eiskalt weiter. Und dann werden wir mal versuchen, ob wir ihn ein bisschen wieder weiter zurückdrängen können. Besser wäre natürlich, wenn wir ihn so ein paar Planeten wegnehmen können, weil nur durch die ist er immer so stark geworden. Boah, währenddessen rasten die hier komplett aus. Ich habe echt das Gefühl, ich weiß nicht, ob der Computer sich auch immer auf nicht so bewohnbaren Welten einfach niederlässt und dem das scheißegal ist, weil wir haben hier echt nur Grütze. Wie gesagt, der nächstmögliche Planet ist hier hinten. Ja, das kann es ja nicht sein, aber wenn man hier mal sieht, wie viel die sich hier erweitert haben. Und so viel Tech mit Bewohnbarkeit hatte ich jetzt auch noch nicht. Also das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Aber nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall den Sieg errungen und werden ihn jetzt auf jeden Fall noch weiter zurückdrängen. Und wenn wir Glück haben, vielleicht können wir uns hier alles nochmal einverleiben. Werden noch ein bisschen weiter in den Süden uns ausbauen, bis wir hier zu dem quasi rankommen. Und dann werden wir auch mal versuchen, hier diese Riesenflotte mit der Gaia-Welt zu vernichten. Da hätten wir wenigstens noch eine Welt zu besiedeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin doch ziemlich weit zurück gegenüber den anderen Leuten hier. Also was das hier zum Beispiel angeht. Aber ist auch nur so ein Gefühl, müssen wir mal gucken. Also, der hat uns auch ganz schön zurückgeworfen quasi mit dieser Aktion. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit bei. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis dahin, bye bye.